Sie heute hier sind. Ich bin Christina Barilaro, ich bin die stellvertretende Direktorin des Museums und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Dr. Asma El-Maroufi heute hier ist und uns etwas aus ihrer Forschung, ihrer Arbeit erzählen wird. Es geht um Umweltethik, es geht um Nachhaltigkeit und eine islamisch-ethische Perspektive auf das Thema. Und das finde ich ganz spannend. Und ich bin ganz neugierig schon und freue mich sehr. Und ich hoffe, Sie auch. Und es ist ein Vortrag, den Janine Abbas an Land gezogen hat, sage ich mal. Sie hat ihn organisiert und hat dafür gesorgt, dass Frau El-Maroufi heute hier ist. Denn wir haben eine Sonderausstellung, das haben Sie vielleicht mitbekommen, Mission 2030 heißt, sie beschäftigt sich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen. Und die Ausstellung können Sie natürlich gerne besuchen, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben. Sie ist ganz relativ frisch eröffnet. Läuft noch ein paar Monate und Sie können sie nur heute nicht sehen, dafür müssen Sie wiederkommen, weil die schon geschlossen ist. Und der Vortrag findet auch im Rahmen unseres Öffnungsprozesses statt. Wir befinden uns in einem Öffnungsprozess für die Vielfalt der Stadtgesellschaft. Wir wollen möglichst viele Menschen, eigentlich alle Menschen erreichen, die sich hier in und um Oldenburg tummeln und überall eigentlich sind. Und das ist Ziel unseres Öffnungsprozesses, der heißt 360 Grad. Es ist ein drittmittelgefördertes Projekt. Und Frau Abbas ist in diesem Projekt bei uns angestellt und hilft uns sozusagen nach außen zu strahlen und möglichst eben auch unser Programm so auszurichten, unser Programm für die Besuchenden, dass sich viele Menschen angesprochen fühlen. Natürlich wird sich nicht jeder immer gleich angesprochen fühlen. Die Leute interessieren sich für ganz unterschiedliche Dinge, aber wir wollen eben vielfältige Perspektiven ins Haus holen und zulassen und auch vielfältige Narrative kennenlernen und auch annehmen und in das Haus mit aufnehmen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute eben diesen besonderen Vortrag haben. Und damit starten wir eben auch in eine Reihe. Und nächste Woche wird es auch schon weitergehen, da wird ein Vortrag wiederholt sozusagen, der für letzte Woche geplant war, aber der ist dann wegen des Bahnkollapses, wegen des Sturmes ausgefallen und ist auf nächste Woche verschoben. Also bleiben Sie neugierig sozusagen und kommen Sie wieder. Und dann übergebe ich auch schon an Frau Abbas, die die Referentin kurz vorstellen wird und dann gehört das Plenum, die Bühne ganz Frau El-Maroufi und ich wünsche uns einen schönen Abend. Ach so, und ich muss noch technische Dinge noch mal was sagen. Und zwar, wenn wir sitzen, dürfen wir die Maske abnehmen. Wenn Sie herumlaufen, müssen Sie die Maske wieder aufsetzen. Wissen Sie, kennen Sie alles schon. Der Vortrag wird heute aufgezeichnet von Werkstatt Zukunft, damit wir eben auch den Vortrag nicht nur Ihnen zur Verfügung stellen können, sozusagen das, was gesagt wird, sondern dass wir das auch noch nachhaltig nutzen können und ganz vielen Menschen eben dann auch digital zur Verfügung stellen können. Dann gebe ich ab an Frau Abbas. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Barilaro. Vielen Dank, Werkstatt Zukunft, für die Unterstützung. Vielen Dank, Dr. Asma El-Maroufi, dass Sie so weit hergekommen sind. Als 360-Grad-Agentin des Natur und Mensch möchte ich noch ein paar kurze Worte zu Dr. Asma El-Maroufi sagen. Dr. Asma El-Maroufi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie hat zum Thema Ethik des Mitseins Grundzüge einer islamischen Tierethik promoviert und engagiert sich für Umwelt- und Artenschutz in ganz verschiedenen unterschiedlichen Arbeitskreisen. Vielen Dank und jetzt übergebe ich und vielen Dank auch fürs Kommen an die Gäste. Ja, hallo alle beisammen, schönen Abend. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch hier zu sein. Für die sich jetzt gewundert haben, weiter Weg, Münster. Ich bin
Münster ist tatsächlich meine Wunschheimatstadt. Aber nach langen, vielen Jahren Wunschheimatstadt leben dürfen, lebe ich jetzt wieder in Darmstadt. Bin wieder dorthin zurück, wo meine Wurzeln schlagen, und zwar bin ich gebürtig aus Darmstadt. Daher ist es tatsächlich ein etwas weiterer Weg. Aber ich freue mich tatsächlich sehr, hier sein zu dürfen und heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Wie Sie schon dem Titel entnehmen können, werden wir uns heute mit dem Thema der Umweltethik auseinandersetzen. Für mich als Philosophin und Ethikerin ein sehr spannendes Thema. Nicht nur spannend aufgrund der Herausforderungen der Jetztzeiten, die ich heute kurz vorstelle, sondern eben auch spannend aus einem muslimischen Selbstverständnis. Insofern für mich eben nicht nur als Wissenschaftlerin und Aktivistin das Thema von höchster Brisanz ist, sondern tatsächlich auch aus meinem muslimischen Selbstverständnis, was für mich schon immer bedeutet, mich niemals isoliert zu denken, sondern immer nur im Miteinandersein mit allen anderen Lebewesen und im harmonischen Miteinandersein. Und das mag in einer Zeit der ökologischen Krise, die zunehmend von Umweltverschmutzung und eben verheerenden klimatischen Ereignissen geprägt ist, auch immer brisanter sein. Und entsprechend wird die Theologie, also Religion und damit auch die Theologie, zunehmend herangezogen. Also zunehmend wird der Appell an die Religion gestellt, positioniert euch doch mal. Es mag also nicht verwundern, dass auch die Theologie sich dieses Themas annimmt, also auch die islamische Theologie. Doch stellt sich für mich und Ihnen sicherlich die Frage, die Sie heute hier sind, und schön, dass Sie es hergefunden haben, die Frage, welchen Beitrag kann Religion überhaupt hier beitragen? Also kann Religion hier liefern? Vor allem die islamische Theologie. Auch hier werden wir mit einigen Vorbehalten uns heute konfrontieren lassen müssen. Spielt Umweltschutz im islamischen Denken überhaupt eine Rolle? Oder wird seitens muslimischer WissenschaftlerInnen und AktivistInnen bloß, wie bei vielen anderen Unternehmen, wenn man sie so nennen mag, Greenwashing an der Religion betrieben? Also sie jetzt instrumentalisiert, weil das Thema gerade einfach hip ist. Und vor allem, welchen Mehrwert kann eben mittels Rückgriff auf islamische Geistesgeschichte für die Gesamtgesellschaft erbracht werden? Und was vor allem für mich auch wichtig ist, wo verfehlt man durch die Vernachlässigung muslimischer Stimmen und weiterer marginalisierter Stimmen gar die Möglichkeit eines gemeinsamen Kampfes für Umweltschutz? Also was könnte uns entgehen, wenn wir uns im Kampf gegen den Klimawandel lediglich auf eine sehr eurozentrische Perspektivierung auf das Thema Umweltschutz konzentrieren würden? Darüber möchte ich heute eben mit Ihnen sprechen. Ich werde versuchen, was mir nicht immer leicht fällt, mich kurz zu halten und den Vortrag auf maximal 30 Minuten zu beschränken, damit hoffentlich ausreichend Zeit vorhanden bleibt für anschließende Diskussionen. Das heißt, in den nächsten 30 Minuten habe ich vor, die Welt zu retten. Und zwar möchte ich zum einen über die Rolle der Religionen in den Umweltdebatten sprechen. Das ist insofern notwendig, als dass eben viele Menschen immer noch Vorbehalte haben, eben wenn es darum geht, dass Religionen sich auf einmal mitmischen möchten, wenn es um das Thema Umweltschutz geht und vor allem dann später Umweltethik. Zum anderen geht es um die Frage nach Umweltethik im Lichte des Korans. Darauf werden wir uns nochmal fokussieren. Und wenn noch Zeit bleibt, wobei ich denke, das lasse ich eher heute weg, möchte ich noch ein paar Wegmarken einer islamischen Umweltethik konkret vorstellen. So, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mit dem ersten Punkt ein, zur Rolle der Religionen in den Umweltdebatten, beziehungsweise zur Frage nach der Notwendigkeit des Einbezugs der Religionen für den Umweltschutz. Und wie schon gesagt, die Vorbehalte bestehen, und das aber auch zu Recht. Also da müssen wir Religionen und dadurch auch TheologInnen uns positionieren und sagen, in der Tat haben Religionen zu Teilen dazu aktiv beigetragen, dass wir heute ein miserables Verhältnis im Umgang mit der Natur haben. Denn Religionen haben sich nicht immer gegen Anthropozentrismus positioniert. Teilweise wurde anthropozentrisches, also meint hier menschenzentriertes Denken, sehr stark von Religionen mitgetragen. Dann, wenn man sprichwörtlich dem Menschen die Krone der Schöpfung quasi auflegt, ohne es mit Verantwortung oder Verantwortlichkeiten zu verknüpfen. Und nicht nur deshalb, nicht nur seit Darwin werden zunehmend monotheistische Weltreligionen vor allem zur Verantwortung gezogen, sich zu positionieren, sondern auch, weil Religionen
der Nachfrage durch Glaubensgemeinschaften nachkommen. Also zunehmend, man denkt auch in einem christlichen Kontext oder im jüdischen, muslimischen Kontext, dass auch seitens der muslimisch-jüdischen, christlichen Glaubensgemeinschaften die Kirchen und dergleichen adressiert werden, gefragt wird, was machen wir eigentlich gerade gegen den Klimawandel? Das heißt, allein deshalb ist diese Verpflichtung irgendwann entstanden, dass sie sich dagegen stellen zu müssen. Und gleichzeitig hat man in den letzten Jahren also erkannt, dass man durch die Religionsgemeinschaften bestimmte Werte stärker besser appellieren kann, sie besser beeinflussen kann. Also insofern soll heißen, es macht eben einen Unterschied aus, ob es meiner vielleicht 80-jährigen Großmutter, ob dann irgendein spannender Politiker ihr erzählt, dass sie Strom einsparen soll oder grünen Strom produzieren soll oder eben Wasser einsparen soll, oder ob diese Aussage doch von dem Imam, von der Kanzel oder vom Prediger jeglicher Glaubensgemeinschaft kommt. Also es ist eine andere emotionale Verbindung. Und hier hat man eben festgestellt, dass religiöse AkteurInnen, insbesondere eben das traditionelle Drei-Säulen-Modell für nachhaltige Entwicklung, es gibt so ein traditionelles Drei-Säulen-Modell, ökologisch, wirtschaftlich und soziales, das sind quasi die Dimensionen, die berücksichtigt werden müssen, die behilflich sein können, um bei jemandem diese Motivation zu erwecken, nachhaltig zu handeln. Und religiöse AkteurInnen können aber dieses Drei-Säulen-Modell erweitern, insofern sie eine vierte Ebene dazu nehmen, und zwar die spirituelle. Also hier wird auf diese Weise eine weitere motivationale und emotionale Ebene geschaffen, in dem Moment, wo man quasi zum Beispiel die Mitwelt als Mitgeschöpfe betrachtet oder als Daseinende durch Gott. Und wie wurde das eben in den letzten Jahren zunehmend erkannt? Durch Politik, Wissenschaft, zahlreichen NGOs, aber auch durch die UN selbst, also durch die im Kampf, oder gerade wenn wir an diese Ausstellung in diesem Raum hier denken, also im Rahmen dieses Hauses, gibt es ja die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und hier hat man auch relativ zu Beginn angefangen, religiöse AkteurInnen mit zu berücksichtigen und sie mit einzubeziehen. Also man hat bewusst zum Beispiel Veranstaltungen finanziell gefördert, wo es darum ging, dass man zum Beispiel auf einzelne dieser 17 Nachhaltigkeitsziele aufmerksam macht. Und hier kommen wir, und da möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch ein Beispiel vorstellen, und zwar ein konkretes Beispiel, was ich immer sehr, sehr gerne vorstelle. Und da habe ich mich auch bewusst für ein Beispiel entschieden, nicht aus dem hiesigen deutschen Kontext oder europäischen Kontext, sondern für Beispiele aus Jordanien und Marokko. Hier hatte ich eine Zusammenarbeit mit diesen Ländern aufgrund meiner Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für innovative Zusammenarbeit, kurz der GIZ. Und diese hat in den letzten Jahren war bemüht, in verschiedenen Kontexten in Zusammenarbeit zu treten mit religiösen AkteurInnen aus diesen Ländern, um für bestimmte Themen zu sensibilisieren. In Jordanien ging es vor allem um das Thema Wasserknappheit. Also Jordanien hat aktuell ein akutes Wasserproblem. Und das Problem wird in den nächsten Jahren zunehmen. Vor allem aufgrund der vermehrten geflüchteten Menschen, die Jordanien immer noch aufnimmt. Zu Teilen haben wir Landregionen, wo wir über 60% geflüchtete Menschen haben versus 40% Einheimische. Das können wir uns ja hier gar nicht ausdenken. Wenn wir an den Aufschrei damals denken, bei den, ich möchte nicht sagen ein paar wenigen, aber doch bei den damaligen Aufgenommenen. Aber das einmal so dahingestellt, hat hier natürlich Jordanien sehr mit Wasserknappheit zu kämpfen und dann jetzt noch verstärkt durch die hinzugekommenen Geflüchteten. Und daher würde ich gerne als erstes Beispiel, das Praxisbeispiel, das Wasserschutzprojekt Jordanien, Mafraq, so heißt der Ort, bezeichnen. Grenzstadt zu Syrien, und den Herrn, den Sie hier sehen, ist Imam Khalid al-Khatib, ein Imam einer Moschee, die Sie hier rechts sehen können, die Usama ibn Zayd Moschee. Und wir hatten damals als deutsche Fraktion quasi, bestehend aus verschiedenen muslimischen TheologInnen, die Aufgabe, mit verschiedenen muslimischen AkteurInnen, also Imamen und dergleichen, GelehrtInnen, zusammenzukommen, um mit ihnen oder sie zu sensibilisieren für das Thema Wasser, Achtsamkeit im Umgang mit dem Wasser oder Wassereinsperrung. Also wie schafft man es quasi in diesen Moscheen dafür zu appellieren, dass man achtsamer mit dem Wasser umgeht, weil man ja sowieso so wenig Wasser zur Verfügung hat. Und da gebe ich immer gerne dieses Beispiel eben an, oder ich führe es gerne an, weil mir das damals auch noch mal ein Stück weit die Augen geöffnet hat, weil ich beobachten durfte, wie wir als deutsche Fraktion, die da hingekommen sind,
tatsächlich wieder so eine eurozentrische Perspektive auf Welt hatten, im Sinne von wir, die jetzt nach Jordanien reisen, um zu erklären, wie man Wasser einzusparen hat. Und dann waren wir dort vor Ort und waren zu Teilen überrascht zu sehen, wie viel weiter sie schon in diesen Diskursen sind. Also wie viele Jahre schon zuvor man mit diesen Diskursen um Wassereinsparung begonnen hat und beginnen musste. Daher ist es auch immer so spannend für mich, wenn Menschen davon sprechen, dass das Thema Umwelt ein Luxusproblem sei, weil in diesen Kontexten ist es eben kein Luxusproblem, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Genau, jedenfalls, genau, und hier links sieht man eben diesen Imam Khaled al-Khatib, und was hat er mit seiner Moscheegemeinde gemacht, lange bevor die GZ da war. Diese hatten nämlich, ich weiß, dass er über dieses Bild nicht glücklich sein wird, aber das war das einzige Bild, das ihnen einigermaßen verdeutlicht, was gemeint ist. Musliminnen müssen, um zu beten, oder sollten, um zu beten, oder wie auch immer, fünfmal am Tag beten, für gewöhnliche MuslimInnen, und waschen dafür oder vollziehen dafür eine Gebetswaschung. Und für diese Gebetswaschung wird natürlich entsprechend auch Wasser verbraucht. Und daher gab es schon früh Diskussionen darum, wie schaffen wir es, nachhaltiger im Umgang mit dem Wasser bei der Gebetswaschung zu sein. Und hier sieht man auch, wie der Herr eben da sitzt, um seine Gebetswaschung zu vollziehen. Und man hat dann irgendwann erkannt, okay, wir sollten nicht nur einsparen, indem wir darauf achten, das Wasser zwischendurch auszumachen und dergleichen, sondern wir sparen das Wasser auch möglichst ein, indem wir dieses Wasser verwenden, um unsere Grünanlagen, diese kleinen süßen Grünanlagen hier vorne, zu bewässern. Das heißt, man hat dieses Wasser verwendet, um draußen die Grünanlagen zu bewässern. Das heißt, man hat auch hier versucht zu überlegen, mit der muslimischen Gemeinschaft zusammen, wie schaffen wir es quasi, einer muslimischen Verpflichtung heraus, und zwar unsere Gebetswaschung zu vollziehen, trotzdem etwas Positives beizugewinnen, indem das Wasser eben danach nicht verschwendet wird. Und das sind solche Gedanken oder Möglichkeiten, wie eben Moscheegemeinden hier zusammen mit der Gemeinschaft wirken können, um ein akutes Problem zu lösen. Was man auch gemacht hat, war die Ausbildung von GelehrtInnen. Das heißt, man hat vor allem in diesem Kontext vor allem an Frauen hat man adressiert, die man ausgebildet hat zu PredigerInnen, die dann quasi in verschiedenen Gruppen hineingehen, um das Thema korrekten Umgang mit dem Wasser zu sensibilisieren, was nochmal ein weiterer erweiterter Zugang war, um nochmal stärker zu sensibilisieren. Ein ähnliches Projekt finden wir dann auch in Marokko. Da ging es aber mehr um Solaranlagen, weil wir natürlich in Marokko, je nachdem, wo man sich befindet, aber vor allem in Marrakesch natürlich und weiter im Süden und im Osten sehr viele Möglichkeiten wie Sonneneinstrahlung nutzen kann. Entsprechend gab es dann das Projekt der GIZ Mosque Wert, das Grüne Moscheeprojekt. Hierfür hat man Solaranlagen auf Moscheen installiert, um die Moscheen möglichst autark Strom verbrauchen zu lassen. Gleichzeitig hat man aber auch hier Menschen, muslimische AkteurInnen ausgebildet, was aber schon eben Jahre davor auch schon stattgefunden hat, beginnend, die dann eben in den jeweiligen Moscheegemeinden Predigten gehalten haben, um unter anderem auch mittlerweile 17 Nachhaltigkeitsziele der UN dafür zu werben und zu sensibilisieren. Umweltschutz ist immer daher eine Frage von globaler Gerechtigkeit, aber selbst eben Themen wie Rassismus, Spezismus und so weiter und so fort spielen hier natürlich auch eine Rolle, da die Frage danach, wer leidtragender ist und wem wir daher als Mitverantwortliche dieses Sterbens zuteilen, behilflich sind, eine zentrale Rolle spielt. Und eben hier greifen auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Man denke zum Beispiel an Punkt 10, weniger Ungleichheiten, oder 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. All das sind Aspekte, die wir uns in diesen Kontexten verinnerlichen müssen. Ich habe schon gesehen, dass draußen mehrere Grafiken zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen zu sehen sind. Vielleicht mögen Sie im Anschluss zum Vortrag nochmal einen Gang hinauswagen und sich diese anschauen, beziehungsweise einfach die Ausstellung besuchen. Dann nehmen Sie sicherlich noch viel mehr mit. Das heißt, was wir festhalten können, ist, dass exemplarisch die Ausstellung, beziehungsweise, also genau das möchte sie eben, dass der Blick nicht nur auf hiesige Ungleichheiten und Gerechtigkeit reduziert werden soll, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch das Ziel der Ausstellung, sondern man auf soziale Herausforderungen, mangelnde Bildungsmöglichkeiten und dergleichen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten hat,
Und vielleicht nochmal an dieser, obwohl das hebe ich mir für die Pause auf, das lasse ich für später, weil ich hier an dieser Stelle sehr gerne immer eine spannende Aktivistin, Vanessa Nakate, zitiere, aus Uganda, die viel zu dem Thema zu sagen hat, wenn es um globale Gerechtigkeit geht, in diesen Kontexten. Aber lassen Sie mich jetzt endlich noch die zweite Hälfte der Zeit nutzen, um Ihnen nun eine muslimisch- bzw. eine islamisch-theologische Perspektive auf das Thema zu erteilen, mitzugeben, mit auf den Weg zu geben, gerade für die Diskussion später. Und zwar, was kann überhaupt der Koran zu dem Thema sagen? Also was kann so ein altes Buch, vermeintlich altes Buch, 1400 Jahre, heute noch zu den Herausforderungen sagen? Wobei das immer schon problematisch ist für mich als Philosophin zu sagen, dass ein Buch irgendwas sagen könnte. Aber was können wir hineininterpretieren? Genau, vielleicht ganz kurz dazu an dieser Stelle. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Umweltethik verlieren, damit ich Sie hier abholen kann. Was meint hier also hier Umweltethik überhaupt? Als solches, und das mache ich jetzt ganz, ganz vereinfacht, was mir als Philosophin dann ganz schwer fällt. Also Umweltethik, den Begriff kennen wir, häufig ist auch von ökologischer Ethik die Rede. Und diese Ethik beschäftigt sich systematisch unter anderem mit Fragen eines auf bestimmte Weise qualifizierten, verantwortlichen, guten, tugendhaften, gerechten Umgangs des Menschen mit den verschiedenen Daseinsformen der Natur. Das heißt, den natürlichen Entitäten wie etwa Tieren, Pflanzen oder auch eben Bergen. Und zu den konstitutiven Fragen der Umweltethik gehören Fragen wie, welchen Wert können bestimmte natürliche Entitäten aufweisen, also natürliche Daseinende? Und sind diese Werte ausschließlich für den Menschen wertvoll oder auch unabhängig von dem Menschen? Wer wird zufolglich zugunsten von wem gerettet? Um Ihnen vielleicht ein Beispiel zu nennen, gerade wenn es dann darum geht, was die Ethik, was eine Umweltethik auch möchte, sie möchte danach fragen, verfügen die jeweiligen Entitäten über einen instrumentellen Nutzwert oder über einen intrinsischen. Das würde dann bedeuten, wenn wir jetzt zum Beispiel im hiesigen Kontext in den letzten Jahren zunehmend darüber diskutieren, ob Bienen geschützt werden sollen, müssten wir uns jetzt die Frage stellen, schützen wir die Bienen um ihrer selbst willen? Also würden wir die Bienen auch dann schützen, wenn es für uns überhaupt keinen Mehrwert gibt? Oder sollten wir sie auch schützen, wenn es für uns, also uns als Menschheit quasi nicht tangieren würde? Oder schützen wir eben die Bienen, weil sie für uns einen Nutzwert darstellen? Und das sind Fragen der Umweltethik unter anderem, mit denen sie sich auseinandersetzt. Also herauszufinden, was ist ein instrumenteller Wert, wem messen wir welchen Wert zu, warum schützen wir was und wie schützen wir es und wie haben wir es zu schützen. Also solche tangiert also die Umweltethik nicht nur normative Fragen, sondern führt zudem auch zur Auseinandersetzung mit grundlegenden philosophisch-theologischen Fragen der Metaethik. Und mit diesen Fragen setzten sich auch muslimische DenkerInnen auseinander. Wir finden bereits sehr früh Bücher zu dem Thema. Also bereits im 9. und 10. Jahrhundert gibt es erste Auseinandersetzungen mit der Frage nach Natur. Es gibt das Buch der Tiere, das Buch der Natur, das Buch der Welt. Und in all diesen Büchern gibt es vereinzelt auch normative Diskussionen um den Schutz der Natur. Vor allem bis heute bekannt einer der ersten muslimischen Umweltschutzvereine in Deutschland, neben Nur Energy, heißt HIMA. Und dieser Begriff lässt sich zurückführen auf das 18. und 19. Jahrhundert, also total auch bis ins 13. und 14. Jahrhundert hinaus, wo es darum geht, dass man relativ früh bestimmte Gebiete, heute würde man sagen Naturschutzgebiet, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ging darum, dass man gerade in Kriegskontexten verboten hat, dass in diesen Regionen gekämpft wird, weil man da gesagt hat, dieses Stück Ökosystem, wie wir es heute bezeichnen würden, darf dann nicht angegriffen werden und dergleichen. Also diese Gedanken gab es schon relativ früh. Aber als Begriff, als Disziplin der Umweltethik, die, also es ist ja zu lange oder zu alte Disziplin, wird sich vor allem seit den 70er Jahren in muslimischen Kontexten mit der Frage auseinandergesetzt. Vor allem führt da voran der Philosoph Said Hussein Nasser, den man hier schon mal gehört haben muss, aber auch weitere TheologInnen und Intellektuelle wie Fazlun Khalid oder Ibrahim Özdemir. Das sind sehr bekannte muslimische DenkerInnen in diesen Kontexten. Der Vorreiter Said Hussein Nasser zum Beispiel, der die Umweltzerstörung als spirituelle Krise bezeichnet oder als Zeichen der spirituellen Krise, weil er sagt, spirituelle Krise insofern, als dass der Mensch eben
sein eigenes Ich verfehlt hat. Also im Sinne von, wenn er zurück, also wenn er wieder erkennt, dass Gott sein Ursprung ist und damit eben der Gott, der Ursprung, der auch alles erschaffen hat, dann würde man niemals etwas zerstören, was dieser Ursprung Seiende quasi erschaffen hat. Und ähnliche Gedanken. Dabei wurden ihre Fragen vor allem anthropologisch-ethisch formuliert, also es ging vor allem danach zu fragen, welche Auswirkungen das Verständnis des Menschen als Geschöpf Gottes bei der Beantwortung umweltethischer Fragen hat. Also wir finden hier verschiedene Ansätze auf einer anthropologischen, also soll heißen, aus einer Fragestellung, die eher danach, also die eher nach dem Menschen, die Menschen im Zentrum hat. Man muss aber hier an dieser Stelle sagen, ganz klar, dass die große Herausforderung darin besteht, dass wir keine systematisch erschlossene Umweltethik der islamischen Theologie kennen. Diese fehlt oder steht noch aus. Das ist noch eine Bemühung, der wir uns als Theologinnen hier in diesem Kontext annehmen müssen. Alles, was wir quasi an Umweltethik leisten als Theologinnen, findet statt unter Rückgriff auf Ankerpunkte aus den koranischen, prophetischen, aber auch aus der Mystik und Fiqh, das ist die islamische Jurisprudenz, Tradition des 7. bis 13. Jahrhunderts, beziehungsweise das ist das, was klassisch getan wurde. Als Theologin der Jetztzeit in dem hiesigen Kontext versuchen wir eben über diese, nicht nur allein darauf zurückzugreifen, es ist jetzt nur darauf ausgehend, was bisher getan wurde. Das heißt, die Verortung auch der Ethik in diesem Kontext fehlt. Das ist aber eine andere Frage, die etwas weiterführt. Lassen Sie uns aber dann nochmal einen Blick in den Koran werfen und uns anschauen, was von dem, was für uns heute vorliegt, überhaupt spannend sein könnte. Wenn wir einen Blick in den Koran werfen, würden wir festhalten können, dass es so eine radikal dualistische Perspektive oder Anordnung von Mensch und dem Rest der Schöpfung im Sinne von der Mensch, der so gar nichts mit der Schöpfung zu tun hat oder sich die Erlaubnis der Natur, sich missbräuchlich zu bedienen oder dergleichen, erst einmal fehlt. Sogar, was ist, was ich als Theologin vor allem sehr spannend finde, wenn ich mir den Blick auf den Koran blicke, dass es so das gänzlich Gegenüberseiende des Menschen so gar nicht existiert oder auch wörtlich nicht zu fassen ist. Also selbst das Wort Tier als solches kommt im Koran eigentlich nicht vor, beziehungsweise wird darüber diskutiert, ob die Begriffe, die da auftauchen, wirklich Tier meinen. Also vielmehr, was wir finden im Koran, sind Gattungen, also es ist von Fliegen, von Fischen, von Insekten als Oberbegriff, von Fliegen, fliegenden Tieren und weiteren also Säugetieren und dergleichen die Rede, aber niemals explizit in dieser Drastigkeit die Tiere als das Gegenüberseiende. Natürlich könnte man jetzt fragen, okay, warum interessiert das jetzt überhaupt einen? Das interessiert insofern, als eine große Kritik in der Auseinandersetzung mit der Umweltethik heute darin liegen würde, auch im Kontext der Religion, dass man sich eigentlich diesem dualistischen, also diesem Mensch-Tier, Mensch-Umwelt, also dieses Schwarz-Weiß-Denken fast schon in dem Kontext, entledigen muss. Also dass wir uns mehr begreifen müssen im Sinne einer Einheit oder einer Verantwortlichkeit gegenüber allen, eines Abhängigkeitsverhältnisses, als in diesen starren dualistischen Strukturen zu denken, vor allem wenn es in diesen Kontexten geht. Also daher spreche ich auch immer sehr gerne von dem Mensch und den anderen Tieren, weil die Frage danach, was die Menschen eigentlich sind, das ist ja undiskutierbar aus einer biologischen Perspektive zumindest. Und das ist etwas, wo ich glaube, eine Verbindung, eine so Assoziation, zu der wir zurück müssten. Was der Koran also vor allem in der ersten Phase seiner ersten Entstehungsphase tut, ist vor allem den Menschen als Teil der Schöpfung zu begreifen, eines gemeinsamen Schöpfungshauses, in welchem er in besonderer Weise aber ausgezeichnet ist. Also der Mensch wird in besonderer Weise als ausgezeichnet bezeichnet, aber da gibt es vor allem einen Begriff des Khalifa, des Beauftragten Gottes quasi. Der Mensch ist Khalifa, insofern er beauftragt wurde. Und hier würde ich sagen, in meiner Interpretation beauftragt eben das moralisch Gute oder Schlechte, also Gute zu tun, das Schlechte zu unterlassen. Der Mensch ist der mittels seines Verstandes zu denken, also kritisch zu hinterfragen, denken fähig ist und damit aktiv auch Ethik zu betreiben. Und das ist die Herausforderung daher, insofern er hier zwischen Gut und Böse unterscheiden kann und richtig und falsch. Gleichzeitig sagt also aber der Koran, wird der Mensch nicht ohne das andere gedacht. Also seine Bestimmung ist niemals selbstreferenziell im Sinne von der Mensch wird isoliert gedacht als
irgendein Subjekt, was für sich stehend ist, sondern immer in der Abhängigkeit mit anderen. Immer wieder wird der Mensch im Plural dann aufgefordert, also im Plural nicht nur als Mensch, sondern mit den anderen Geschöpfen aufgefordert, dieses oder jenes, dass Gott diese oder jene berücksichtigt und dergleichen. Ich habe jetzt exemplarisch einige Verse rausgesucht. Natürlich jetzt für jeden Koran-Exegeten problematisch, dass ich jetzt hier einfach eklektisch hier ein paar Verse heraushebe, aber das sind Verse, um einfach ein Gefühl zu geben, wie der Koran über die Natur spricht. So heißt es zum Beispiel an der einen Stelle, Koran 17,44, die sie im Himmel und die Erde und alle ihre Bewohner preisen ihn. Es gibt nichts, was ihn nicht lobpreisen würde, aber ihr versteht ihr Preislied nicht. Er ist mild und bereit zu vergeben. Das ist zum Beispiel ein Koranvers, der insofern spannend ist, als man hier erkennt, dass der Koran die nichtmenschliche Schöpfung, wenn man sie so bezeichnen möchte, die nichtmenschlichen Tiere, nicht als etwas Totes, Materielles begreift, sondern immer schon als etwas Lebendiges, sogar darüber hinaus, alles preist ihn. Und daher findet man vor allem in der Sufi-Literatur, also die Prosatexte aus der sufischen Tradition, ist sehr, sehr spannend und schön zu lesen, weil sie einen ganz anderen Zugang zu Natur und damit zur Schöpfung hat. Wir haben zum Beispiel verschiedene Dichter, Rumi ist ihnen bestimmt ein Begriff, aber auch weitere, wie sie davon berichten, wie sie durch den Wald laufen oder durch ein Grünland und überall das Preis Gottes hören würden, wie sie die Vögel preisen, in Gott preisen hören und viele weitere Geschöpfe. Also diese Verbindung von alles, was ich sehe, ist ein Zeichen, eine Referenz auf Gott. Das ist etwas, was quasi sich durch die islamische Geistesgeschichte immer wieder zieht. Das macht es auch daher spannend, das überspringe ich jetzt ganz kurz, obwohl dann sage ich vielleicht ganz kurz, genau, also es gibt eine interaktive Beziehung zwischen dem Al-Khaliq und Al-Makhluq, also zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Nicht steht nur der Mensch in der Beziehung zu Gott, sondern auch unabhängig vom Menschen steht die Schöpfung zum Schöpfer quasi. Alles Erschaffene hat einen eigenen Platz innerhalb der Schöpfung und erfüllt dabei ihren eigenen Daseinszweck. Und dabei wird die Schöpfung häufig als Unterstützerin der Sache Gottes dargestellt. Dabei finden wir vor allem einen Vers, der sich inhaltlich immer wieder wiederholt. In diesem heißt es, in der Erschaffung von Himmel und Erde und im Aufeinanderfolgen von Tag und Nacht liegen Zeichen, Ayat, für diejenigen, die Verstand haben. Hierfür muss man wissen, dass der Begriff Ayat im Koran, also dass der Begriff Ayat im Arabischen eine zweifache Bedeutung hier, oder hier müsste man eine zweifache Bedeutung anführen. Ayah wird bezeichnet, wenn man eigentlich übersetzt auf einen Koranvers. Also jeder Koranvers ist eine Ayah im Arabischen. Also eigentlich die kleinste Texteinheit im Koran. Gleichzeitig wird aber die Ayah bezeichnet, um im Koran um auf Zeichen in der Natur zu verweisen. Also alles, was Gott erschaffen hat, also er spricht von der Kamelstute, er spricht von der Mücke sogar, Ameisen werden auch in dem Kontext genannt, und weitere Naturphänomene werden als Zeichen, Wunder oder Beweise im Sinne von einer Aya, also als Aya bezeichnet. Das heißt, wir haben hier Aya in zweifacher Weise aufgelistet, einmal als kleinste eben, also der Koranvers mit all seinen Zeichen, mit all seinen Ayat, und auf der anderen Seite die Naturphänomene als Verse und Zeichen Gottes. Daher hat man relativ früh diesen Gedanken gehabt, zu unterscheiden zwischen einem kosmisch-phänomenalen Offenbarung und einer textuell bestehenden Offenbarung. Also dass es quasi zwei Offenbarungsweisen Gottes gibt. Es gibt den lesbaren Koran, die schriftliche Handschrift Gottes, also der Koran als die eine Ayah Gottes und die eine Offenbarung. Und es gibt den sichtbaren Koran, die phänomenologische Handschrift Gottes. Und beide haben sie quasi ihre Daseinsberechtigung. Und allein aus diesem Grund gibt es viele Perspektiven auf Umweltethik, die sich dafür stark machen, oder auf Umweltschutz, die sich dafür stark machen, dass allein aus dieser Argumentation heraus, dass wir eben nicht nur den Koran zu schützen haben, sondern auch die Natur, insofern sie auch ein sichtbarer Koran, eine sichtbare Offenbarung Gottes ist. Und daher gibt es auch viele, viele GelehrtInnen, die dazu aufriefen, hinauszugehen, also nicht nur den Koran zu blättern im schriftlichen Kontext, sondern hinauszugehen und in der Interaktion mit der Natur Gott sichtbar zu machen. Und daher eben auch die Aussage, wer zu Gott will, kann nicht ohne die Schöpfung, Fragezeichen oder eher Ausrufezeichen. Genau, ich würde an dieser Stelle tatsächlich schon zum Ende kommen wollen und die anderen Punkte gerne mitnehmen für unsere Diskussion. Aber was mir, glaube ich, wichtig war, mit diesem Beispiel schon mal ist darzulegen, dass es eben
durchaus interessante, spannende ethische Implikationen im Koran gibt und spannende Ansätze in der islamischen Geistesgeschichte, die man heute nutzen kann, um eine zusätzliche Dimension zu schaffen, eine spirituelle Dimension, um, wenn man hier im Kontext von Musliminnen spricht, Musliminnen dieses Thema nochmal auf eine andere Art und Weise zu vermitteln. Gleichzeitig heißt dieser Zugang aber zu keinster Art Zeit, nicht zu keinster Art, sondern zu keinster Zeit, dass dieser Zugang nur ein muslimischer Zugang bleiben darf, dessen Adressaten nur MuslimInnen sind. Vielmehr kann und muss eine Umweltethik der Jetztzeit sich öffnen für verschiedene Zugänge, um zu schauen, von welchen Zugängen man neue Elemente ableiten, für sich resümieren kann oder dergleichen, um verschiedene motivationale Ebenen zu erlangen. Also was wir also festhalten können an dieser Stelle, wenn von Arten und Spezies die Rede ist, dann kann Koran nicht davon die Rede sein, dass es hier lediglich um eine Art mechanische, lediglich auf den Menschen hin erschaffene Naturerscheinung ist, sich handelt, à la Descartes, wenn Sie sich noch daran erinnern, der liebe Herr, was er damals äußerte, sondern vielmehr kann diesen Arten koranisch ein intrinsischer, eigenständiger Selbstwert zugesprochen werden, wenn man diesen Gedanken weiterdenken würde, wie ich das gerne in meiner Forschung tue, soll heißen, unabhängig davon, ob wir Nutzen von ihr haben oder nicht, gilt es auch in der Tradition zu Noah stehend, wenn man diesen Anspruch hat, hier einen interreligiösen Dialog sogar fortzuführen, dass man unabhängig davon die Natur zu schützen hat, nicht nur, weil sie uns als Offenbarungsweise Gottes dient oder wie sonstigen weltlichen Nutzen von ihr ziehen können, sondern vielmehr hat Gott sie in einem Schaffungsprozess Berücksichtigung erfahren lassen und damit aus dieser muslimischen Perspektive heraus könnte man damit argumentieren, dass aus dieser Perspektivierung heraus sie fernab von funktionaler Ebene Berücksichtigung erfahren muss. Und eben hier muss überlegt werden, wie diese Sensibilität geschaffen werden kann. Das kann natürlich geschehen, indem stärker, und das muss sich die islamische Theologie auch gefangen lassen, sich die islamische Theologie stärker für eine große Transformation im eigenen Denken ja eigentlich einsetzen muss, sich lediglich wiederholt für die Bewahrung der Schöpfung auszusprechen. Und der Begriff ist schon so problematisch, weil Bewahrung der Schöpfung klingt so, als würden wir in einem Ist-Zustand verharren dürfen, aber dafür ist es schon zu spät. Also sich dafür lediglich auszusprechen, ist insofern nicht ausreichend. Das ist ja schon insofern problematisch, als eben dieser Begriff an sich problematisch ist. Vielmehr muss sich theoretisch, theologisch stärker für eine nicht anthropozentrische Leseart, eine ganzheitlich spirituelle Leseart des Korans und der eigenen Tradition stark gemacht werden, die sich vor allem inklusivistisch dieser Thematik annimmt. Für mich gehört dazu die Berücksichtigung von Machtdiskursen als auch Herrschaftsansprüchen, die die Auseinandersetzung mit Dualismen, man denke an Mensch-Tier, Schwarz-Weiß, Mann-Frau, das sind ja für mich alles starke binäre Perspektiven auf Welt, die eben entweder ja, Sexismus, Rassismus, Spezismus fördern, zur Folge hat. Und wir müssen natürlich gesamtgesellschaftliche Herausforderungen verstärkt bedenken, sodass ökologische, ökonomische, politische und spirituelle Gegebenheiten in einer Theologie der Nachhaltigkeit Berücksichtigung erfahren. Dabei ist es eben nicht ausreichend, dabei sind ausreichend Implementierungsmöglichkeiten anzubieten, um eben an dieser Stelle zu verhindern, dass es bei theoretischen Grundüberlegungen bleibt. Und nur so kann die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und damit zwischen einem islamisch-religiösen Idealdiskurs und einem muslimisch-faktischen Realdiskurs überwunden werden, wie einst ein Kollege sagte. Und dafür ist es eben notwendig, sich zu öffnen in einem interdisziplinären, interkulturellen, interreligiösen Diskurs, in dem wir in Erfahrung zu bringen versuchen, welche Möglichkeiten, welche Perspektivierung auf Welt vorhanden sind und wie wir diese Perspektivierung auf Welt für unsere eigenen Diskurse fruchtbar machen können, um gemeinsam gegen den Klimawandel anzugehen. Ja, vielen Dank. We'll be right back.